Servus, wir sind Miss Froggy 92 und Mengi. Und ihr seht jetzt gleich Jay. B. O. Ein Gläschen Wein auf Ursula von der Leyen. Vielleicht einen Obst leer auf den Thomas de Maizière. Ja, Leute, in manchen Reihen muss man halt ein bisschen zwingen. Zum Schluss ein Hasse Röder auf das vom unten Schröder. Ich trinke ein Bier auf Hartz IV. Ich trinke Korn auf viele Korn. Ich kann schon lange nicht mehr stehen und leider die Politik sauf ich mir schön. Das ist aber nicht JBO. Ja, Kobasieren war bloß der Vormusikant, der AC Bauer, der wo dankbarerweise eingesprungen ist, weil die eigentliche Vorband ja krank war. Aber das ist jetzt dann JBO. Ich stehe morgens auf,
schön. Ingolstadt. So, und wie immer, wie war jetzt das Konzert? Geil. Wie jedes Konzert, wo wir hingehen. Absolut. Also, muss ich jetzt schon mal sagen, wir haben bis jetzt ein wahnsinniges Glück gehabt, dass wir bis jetzt nur geile Konzerte gesehen haben. Sowohl für die Vorbands, auch für die Hauptbands. Ja. Also, ich hoffe, dass das ganze Jahr so weitergeht. Ja, dann ist wirklich geil. Vor allem JBO macht so Laune auf der Bühne. Die machen so viel Spaß und die Leute, was da einfach mit dahinter stehen, die sind... Die machen so viel Scheiße. Die haben die Symphonie von der Verstopfung haben sie gespielt. Also auf der Melodie von Symphony of Destruction von Megadeth. Und dann hat es mit einer Show, wo einer fast ein Scheißhäusl in die Luft jagt. Und es ist zu krank, um es zu erklären. Ja. Ich habe ein paar Ausschnitte vorher noch reingepackt. Es ist der Wahnsinn. Also selten beim Konzert so viel gelacht. Also ich glaube, die einzige Band, die wo man damit vergleichen kann, vom Lacher-Effekt, wo ich bis jetzt live gesehen habe, ist Tenacious D. Das ist einfach der Wahnsinn. Und was auch cool war, der Bassist hat mir eine Flasche Bier geschenkt. Das habe ich dann ihr gegeben. Dann hat er mich ganz traurig angeschaut, weil ich es weitergegeben habe. Aber ich war Fahrer und der eine oder andere weiß ja, ich trinke selber kein Bier nicht. Ja, dafür wurdest du aber nicht verarscht, weil du gefilmt hast. Obwohl er uns beide angeschaut hat. Ja. Es war so super. Ich glaube, ich blende es einmal kurz ein. Bei Guter Tag zu sterben ist der Vito auf einmal vor uns gestanden und hat uns so ganz so traurig angeschaut. Das war super. Danach haben sie halt so ein bisschen so die Debatte geführt mit Leuten, die wo mit dem Handy drinnen stehen. Die sollen dann nicht filmen, sondern die sollen mitsingen. Und ich habe mir gedacht, das geht witzig, aber ich kann den Text von dem Lied nicht. Was eigentlich eine Schande ist. Ja, eigentlich ist es eine Schande, aber wie lange kenne ich jetzt JBO? Noch nicht lang. Aber wie schon gesagt, im Vornherein habe ich eigentlich bloß drei Lieder kennt. Ich habe Guter Tag zum Sterben, habe ich ein oder zweimal gehört davor. Bolli habe ich kennt und Schlafkindlein Schlaf. Ansonsten, ja, Bolli Ella Badge habe ich auch kennt, aber habe ich nicht gewusst, dass das von JBO ist. Na, jetzt weißt du das und jetzt sehen wir es dann im Mai nochmal. Bei Rockavaria. Mhm. Bis dahin was das Text lernen. Kleiner heißer Tipp für euch, wenn ihr JBO sehen wollt, es sind noch drei Konzerte auf der 20 Jahre Explizit-Tour, haben sie gestern gesagt. Wann die sind, weiß ich nicht. Und sie treten auf alle Fälle auch am Freitag vom Rockavaria auf. Also da habt ihr auch nochmal die Chance, dass ihr JBO seht. Und wenn ihr bloß am Freitag rein geht, dann seht ihr In Extremo und Nightwish auch noch. Also nur mal andere kleiner gute Tipp Bands. Ansonsten, wie immer jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt sauber, bleibt anständig, rockt euer Leben, Leute. Und wir sehen uns dann wieder, wenn alles Sinn hat, wenn wir Zeit haben zum Filmen, nächsten Samstag wieder. Und dann vielleicht mit dem lustigen Video, das wo er ja eigentlich schon bevor ich krank war, gekommen hätte sollen. Also, servus Leute. Eigentlich mit tosendem Applaus. Der heißt nämlich Bolle! Bolle, was ist das für ein Tag auf einem Party gehen? Doch wie die Nacht gewinnt und in sein Auto muss ich stehen. Ein Rastag der von mir für dich. Wenn du hast die Wolle, das möchte ich haben, ist mir. Wenn du hast die Wolle, das möchte ich haben, ist mir. Ich hab dich doch
Bolle schon seit vielen, vielen tausend Jahren. Warum ist dieser Bulle die Bolle eigentlich tot? Und ich würde es euch wirklich gerne erklären. Doch gibt's da ein Verbot? Wir dürfen es nicht singen. Es wurde uns den